Hallo und herzlich willkommen zu unserer großen Fingerhaustour. Ich bin Resi Kolter, Einrichtungsberaterin und absolute Wohnliebhaberin und ich freue mich so sehr, heute die Eingangsbereiche der Familien zu zeigen. Los geht's! Ja, euer Eingangsbereich, der lädt ja schon ein, um zu verweilen. Das ist ja, finde ich, schon wahnsinnig groß und geräumig. Aber was natürlich direkt ins Auge sticht, ist dieses wunderschöne, offene, helle Treppenauge. Das ist ein ganz besonderes Highlight, finde ich. Mhm. Total schön in Szene gesetzt hier auch nochmal mit dieser kleinen Mauer und diesem Versatz. Und ja, trotz Treppe irgendwie super hell, ganz, ganz schön durchdacht. War das für euch auch von Anbeginn klar oder ist es gewachsen im Prozess? Also man hat manchmal ja schon so Vorstellungen, also es muss die Treppe sein. Mhm. Für mich zum Beispiel, ich bin nicht so ein Wendeltreppen-Fan. Mhm. Ich habe eine, weil ich ein Bestandshaus habe. Aber wenn ich bauen würde, dann würde ich mich auch anders entscheiden. Ich wüsste es sofort. Mhm. War das bei euch auch so? Schon. Also wir haben schon Wert drauf gelegt, viel Licht zu haben. Deswegen auch ein Dach. Fenster, Dachflächenfenster und deswegen auch die offene Treppe, ehrlich gesagt. Super schön, finde ich total gelungen. Und ein Flur ist ja oft noch so im klassischen Bild eher schlauchig oder eben ganz clean, quadratisch. Hier habt ihr nochmal mit so ein paar Ecken gespielt, hier, dass man sich wahrscheinlich auch nochmal eben kurz die Schuhe anziehen kann, ne? Für die Kids und für euch. Und dann sehe ich auch direkt diese wunderschöne Flügeltür, die ich echt cool finde, weil die ja auch nochmal dann vom Wohnraum Licht hier in den Flur bringt, ne? War das auch Standardprogramm von Fingerhaus? Ich glaube, die Fenster nochmal da drin. Ich weiß nicht, kann sein. Ja. Ich meine schon, ich meine die Türen waren dann auch direkt drin. Das war aber auch für euch auch klar, dass es keine geschlossene Tür ist. Genau, wir wollten das auf jeden Fall, dass man eben schon den Blick dann so in den Wohnbereich rein hat, Licht. Genau. Ja. Und im Eingangsbereich habt ihr ja den Hausrücksprung, damit das überdacht ist. Weshalb habt ihr euch dafür entschieden? Damit wir einfach den ersten Schritt, wenn wir nach raus gehen, trocken bleiben, falls es denn dann trockene Füße haben. Ja, genau. Und irgendwie hat es ja auch so ein bisschen Gemütlichkeit, ne? Genau, ich finde es auch optisch, ist es ehrlich gesagt sehr schön, als dann direkt planen und die Tür schon draußen stehen. Genau, das bricht so ein bisschen auf. Die Haustür fällt mir auch direkt auf. Die ist total schlicht, spiegelt sich natürlich auch wie ein roter Faden oder findet sich wieder im Design der Fenster. Mhm. Und da habt ihr euch auch nochmal für ein großes, bodentiefes Fenster entschieden. Das war auch klar, also separat nochmal. Genau. Einfach das Licht einfahren, ja, genau. Also ein bisschen gucken können, wer euch denn da Steht auch, besucht. Genau, meine Tochter oder auch mein Sohn, der steht dann da häufig dann am Fenster und schaut dann schon mal raus und kann der Müllabfuhr zugucken oder so. Genau, die sind dann immer besonders spannend, Trecker und Müllabfuhr. Genau. Ist ja auch viel los, da gerade im Neubaugebiet. Ja. Absolut, ja. Bisschen gearbeitet. Ich sehe noch eine Tür und ich vermute, dass es das Gästebett. Genau. Und mir fallen auch direkt eure Einbauspots hier im Eingang auf. Mhm. War das, also das war für euch klar, ihr wolltet einen hellen Flur, das habe ich ja, also habt ihr mir jetzt auch schon zu verstehen gegeben, total verständlich. Gibt es da Besonderheiten bei den Spots? Also die Spots kann man dimmen, das ist vielleicht eine Besonderheit. Und bei der Planung der Spots arbeitet man natürlich eng mit Fingerhaus quasi zusammen, damit dann auch das Licht quasi ausreichend ist für die Fläche. Kannst du mir das einmal demonstrieren? Na klar. Das Dimmen? Es geht dann quasi direkt über den Schalter an, aus und wenn man gedrückt hält, dann geht's. Das ist ja cool. Gerade auch abends finde ich das schön, wenn es nicht so super hell beleuchtet ist, aber so ein bisschen. Genau. Das ist sehr, sehr schick. Und da sind wir jetzt auch echt total dankbar, dass uns da der Elektriker dazu empfohlen hat, dann doch nochmal den einen oder anderen Spot mehr zu nehmen. Dass man einfach genug Licht hat. Weil wir können das einfach so als Laien gar nicht so einschätzen. Nein, wie überhaupt man da nicht. So braucht, das ist echt und schwer. So, das ist, und Licht ist schon das A und O, finde ich. Total, also das kann echt fehlen. Genau. Und wenn man das irgendwie nicht so gut justiert hat oder den Platz ausgewählt hat oder mit Schaltern und Steckdosen und so, das ist schon Gold wert, wenn man da sich mit beschäftigt und auch da gut einfach, Vorplanung ist einfach das A und O, ne? Genau. Tatsächlich. Mhm. Ein wunderschöner und vor allem heller Eingangsbereich. Also mir fällt natürlich direkt auf, hier ist es komplett lichtdurchflutet und oben
lässt eine Galerie, also lässt sich eine Galerie erahnen. Und dann dieses wunderschöne, helle Treppenhaus. Tatsächlich habe ich es ein bisschen anders erwartet von außen. Es hat so ein bisschen dieses warme, gemütliche Landhaus-Flair hier im Flur, in Mix mit Industrie. Ja. Das war für euch, also hattet ihr da einen Plan oder wie seid ihr da vorgegangen in der Innengestaltung? Plan nicht, aber das ist so unser Geschmack. Dieses Anthrazit und aber gemütlich mit Holz kombiniert. Dann eine weiße Treppe mit Holzstufen wollten wir sowieso. Die ist auch von Fingerhaus so geplant und angeboten worden. Ja. Und das ist eine Vollholztreppe? Ja, ja. Richtig. Sehr schön. Und das war auch für euch wichtig, dass die Stufen unten offen sind, dass das Licht wahrscheinlich direkt in den offenen Wohnraum noch kommt von vorne. Also so, die Treppe gefällt uns so am besten. Und hier die bodentiefen Fenster von vorne einfach, weil es euch wichtig war, dass Licht reinkommt oder hat das noch andere Hintergründe? Nö, nee, also es war, das eine lange Fenster war von vornherein drin, es war aber an einer anderen Stelle. Und das obere haben wir dann dazu geplant, weil wir halt gerne Licht überall haben wollten. Auch oben, weil durch die Zimmer gab es keine separaten Fenster mehr, die jetzt in den Flur reinschienen. Und dementsprechend haben wir uns das dann so überlegt und so zurechtgerückt, dass die praktisch in einer Flucht nach unten gehen. Okay, das macht Sinn. Wie viel Quadratmeter hat dieser Flur ungefähr? Ich bin der Meinung, es sind um die 9 Quadratmeter. Oh, die habt ihr aber gut ausgenutzt. Bisschen Stauraum, nettes Design. Und dann sind hier zwei Türen. Was lässt sich denn hinter dieser Tür vermuten? Einmal Hauswirtschaftsraum. Und Gäste-WC. Richtig. Darf ich da einmal reinspinksen? Na, erst den Hauswirtschaftsraum? Gerne. Einfach die Tür auf. Oh ja, auch ein bisschen staubig. Das ist dann auch wahrscheinlich die Heizung, oder? Ja. Ah ja. Oh, das ist wirklich viel Platz. 10, 12, 15 Quadratmeter? 10 Quadratmeter. Ah, okay. Und sogar mit einer Waschküche. Ja. Wunderbar, das ist direkt praktisch. Kurze Wege vom Eingang direkt hier rein. Ja. Jetzt geht's ins Herz des Hauses. Wow. Also ich muss mal einmal kurz hier stehen bleiben und mich noch überraschen. Also ich muss die Überraschung noch ein bisschen anhalten. Aber der Blick nach draußen, der ist schon vielversprechend. Und ihr habt keine Tür zum Wohnbereich. Warum? Warum habt ihr das so entschieden? Wir wollten es halt einfach wirklich lichtdurchflutet haben. Alles offen und das war uns auch von vornherein klar, dass das so sein sollte, dass wir keine Türen haben wollten, sondern nur die Türen, die wirklich nötig sind. Und dementsprechend haben wir dann alles angepasst mit den Wänden, dass die praktisch so groß ist, dass wir eine gescheite Wohnwand dahin bekommen, aber der Durchgang halt dementsprechend auch so groß ist, dass schön Licht durchfällt. Eine Entscheidung, die man wahrscheinlich nicht bereut. Nee, definitiv nicht. Also das ist ja einfach super cool mit dem Vordach, ne? So bleiben echt die Füße trocken. Bei jedem schon richtig, richtig gemütlich und einladend. Aber das ist ja noch viel einladender hier. Wow! Also nicht nur dein Dekohändchen hier. Ja, zusammen, genau. Sehr schön. Mir sticht direkt der Boden ins Auge. Der ist ja so ein bisschen industrial. Sieht so ein bisschen aus, als wäre es gegossen. Gerade hier auch mit dieser dünnen Fuge, sehr filigran, modern. Wir haben extra zeitlos ausgewählt. Zeitlos? Ja. Ja, und ich finde trotzdem aber auch ziemlich nah dran am Zahn der Zeit, ne? Ja, genau. Also war uns auch ganz wichtig, auch die Fliesengröße, die wir ausgewählt haben. Wir wollten halt so groß wie möglich, dass wir auch nicht viel Fuge haben. Mhm. Und genau, konnten das auch super umsetzen. Welche Maße sind das? 70-70? Oder was ist das? Ich glaube 60-60. Ja? Ja. Schön, sieht sehr, sehr clean aus. Und dann kannst du hier auch dein Dekohändchen schwingen und dann passt ja irgendwie doch alles dazu. Ja. Und dann aber auch, wenn man hier reinschaut, nicht nur, dass es hell ist durch die Wohnzimmertür. Hier sind viele Türen, spannende Türen und noch so Ecken. Das finde ich ja sehr charmant, dass es nicht alles irgendwie direkt einsehbar ist. Was verbirgt sich denn genau hinter diesen Türen? Genau, also rechter Hand, hier haben wir gleich den Hauswirtschaftsraum. Mhm. Genau, hier links ist das Gäste-WC. Mhm. Genau, dann kommt hier rechts als nächstes ein Kinderzimmer. Das ist das Kinderzimmer von unserer Großen. Sehr schön. Genau, und hier dann links das Kinderzimmer 2, genau, von unserem kleinen Mann. Und geradeaus lädt das Herz des Hauses ein. Genau, richtig, unser Lieblingsraum. Sehr schön. Mhm.
Jetzt stehen wir in diesem wunderschönen, sehr hellen, geräumigen Eingangsbereich. Da sieht man auch schon, das Licht ist, war euch wichtig, hast du ja schon draußen gesagt, Natascha. Das Fenster und die Tür hat auch noch ein Licht. Mhm. War die Tür auch, also war das Bestandteil oder habt ihr da noch auswählen können? Also das war in der Musterung dabei, also Türen ist ein Komplex. Da kriegt man dann einen Katalog und dann kann man sich wirklich einige Türen aussuchen, die einem gefallen. Und wir haben es halt wirklich danach optisch gemacht, wie es dazu passt. Da haben wir den Lichteinfall, da wollten wir den Lichteinfall und eher so was Quadratisches. Mhm. Und deswegen haben wir uns für die Tür entschieden. Ne? Mhm. Die Vollholztreppe, ne? Genau, das ist auch eins, glaube ich, der wenigen Fertighaushersteller, die die Treppen, glaube ich, auch selbst produzieren. Mhm. Und deswegen hatten wir da auch relativ viel Auswahl von den Farben und Dingen. Und da war es irgendwie schwer. Auswahl macht sich nicht immer einfacher, ne? Ja, genau. Aber damit seid ihr jetzt happy und zufrieden, habt es auch so offen gewählt, damit das Licht wahrscheinlich hier noch weiter reinfällt. Ich hätte gerne eine geschlossene gehabt, eher eine offene. Ja, dann hast du mal entscheiden. Also Kompromiss ab und zu. So ist das bei Bauern. Ja, genau. Ehemalige Beziehung. Und dann sehe ich schon hier, das ist so eine Art L-Form. Da geht es auch weiter. Ich würde vermuten, hinter dieser Tür ist der Wohnraum. Genau. Richtig? Ja. Und da geht es in Richtung? Gästebad und Gästezimmer. Gästebad. Sollen wir da mal reinspinksen? Darf ich da reinspinksen? Gerne, ja, klar.